Yo Leute, was geht? Euer iOS Game wieder am Start mit einem MT4 Gameplay. Und ja, ich hoffe, ihr habt das Gameplay noch genommen, weil ich bin gerade voll durcheinander mit meinen ganzen Gameplays. Und ja, heute ist wieder Smalltalk 6, glaube ich jetzt schon, ja. Ich habe jetzt mehrere Themen wieder zum Ansprechen. Und ja, das erste ist gleich mal, weil wie oft ich schon gefragt worden bin, Alter, mit was ich aufnehme und bearbeite. Ich habe sicher schon so oft gesagt, aber ich sag's halt nochmal, ich nehme mit Display-Recorder auf, ich kann es auch mit Record My Screen aufnehmen, aber das geht halt nur über iOS 6. Und sonst überall mit dem Jailbreak, also mit iOS 5 kann man halt nicht MC4 spielen, das ist klar. Ich glaube MC3 kann man sogar mit iOS 5 spielen, das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Auf jeden Fall. Mit Record My Screen bei iOS 6 kann man zocken ohne aufnehmen ohne Jailbreak und aber da muss mindestens iPhone 5 sein, weil sonst schafft das Aufnahmeprogramm das nicht, sonst laggt es so extrem. Und ja, aufnehmen tue ich mit Lumify, das ist ein Bearbeitungsprogramm von App Store drin, also von, ja nicht von Apple, aber es ist in App Store drin, es ist gratis, also es schreibt man LUM Lumify AIVY, glaube ich. Ich schreibe es sonst noch einmal in die Beschreibung. Aber ich glaube, das schreibt man so, ich schaue halt nochmal nach dann. Auf jeden Fall mit denen kannst du. Es ist eigentlich ein ganz simples Programm. Du musst es einfügen, das Video. Das bearbeitet es dir. Jetzt habe ich es. Dann drückst du auf Weiter. Dann fragt er dich, ob du Musik hinzufügen willst. Da sage ich immer Nein. Dann drücke ich auf Skip. Und dann kann man Kategorien, zum Beispiel so Effekte hinzufügen oder ja, der Stimme aufnehmen und dass du noch ein zweites Video dazu schneidest oder so irgendwie. Aber ich tue einfach immer nur dazu reden und das Geilste ist in dem Programm, dass es immer gleich dreht. Also mit Lumify bei, wie der Düsi BS gesagt hat bei seinem Video, bei ihm ist es halt so horizontal, dass es steht und bei mir ist es halt vertikal, weil es bei mir liegt es halt. Und der Düsi muss es halt dann noch am Computer bearbeiten und ich habe das halt schon, bei mir ist es schon alles am Handy bearbeitet, ich brauch's nur mehr auf dem PC aufzutun. Dann schneiden, wenn ich was hab, oder keine Ahnung, wenn ich noch was dazu tue. Wenn ich generell wenn ich das mit dem Programm nicht mache, dann muss ich auch mit dem Computer ein bisschen herumrendern und so. Aber sonst ist das schon alles bei mir bearbeitet, brauchst du nur mehr auf YouTube aufzutun und dann bin ich fertig sozusagen. Und ja. Was ich mir eigentlich auch überlegt habe, aber ich glaube, ich habe für das jetzt zu wenig Abonnenten, aber so, keine Ahnung, so ein Gamer-Dienstag. Scheiße, Mann, das ist mir gerade jetzt eingefallen. Na, ich weiß nicht, wie ich es nennen werde, wenn ich es mache. Ich habe mir gedacht, vielleicht mache ich so, ich sage es jetzt einfach mal Gamer-Dienstag, wo jeder YouTuber der was mir dann was einschickt, Commentary von mir hoch, von seiner hochladen kann und dass wir uns gegenseitig irgendwie ein bisschen unterstützen, so in der iOS Community, weil es ist, oder Mobile Community, es ist nicht leicht auf YouTube mit Mobile und ja, wenn man uns gegenseitig so hilft oder so, ist das sicher nicht schlecht, aber ich sag schon mal gleich im Voraus, ich werde nie irgendwo woanders bei einem anderen Channel ein Commentary hochladen, weil ich es nicht mag, wenn ich gepusht werde. Weil es dann nicht meine Abonnenten sind, sondern von den anderen YouTuber und es natürlich sein kann, dass viele Leute wieder deabonnieren, weil sie nur abonniert haben, weil derjenige YouTuber das gesagt hat. Und deswegen, ja, aber ich kann es mir vorstellen, dass ich es auf meinem Channel mache. Schreibt es mal in die Kommentare oder lasst ein Like da, wenn es dafür seid. Und ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht. Das würde ich noch zu dem sagen. Dann habe ich jetzt das zum Display-Recorder gesagt. Da werde ich dann ein eigenes Dokument machen, wenn ihr das wollt.
Da mache ich so ein Dokument, wo alles drinsteht, was sein muss und so. Also es kann wirklich jedes, es kann, ist wurscht, was für Video, es kann Konsole sein, es kann Mobile sein, es kann, keine Ahnung, Comedy sein. Naja, Comedy wird nichts auf einem Mobile, auf einem Ding suchen, auf einem Gamer-Kanal. Aber ja, Konsole, so Mobile, egal was. Und ja. Das war meine Idee. Ich finde es nicht so schlecht, muss ich sagen. Gamer Dienstag. Ich weiß nicht, ob das sich gut anhört. Irgendwie ist es ein bisschen schwul an. Ja. Das mit dem Abo-Special weiß ich noch gar nicht. Habe ich das schon gesagt, dass ich das nicht machen werde, weil zu wenig Leute dafür Zeit haben? Ja, ich glaube, habe ich schon gesagt. Ich werde mittlerweile wieder ein bisschen umschauen in App Store wegen neuen Spielen und so. Dass da so ein Review machen kann, generell. Muss ich mal schauen. Und ja, das war es eigentlich von meiner Seite aus. Ich habe nichts mehr zum sagen. Das Gameplay ist jetzt auch schon aus oder gleich aus. Und ja, schaut's bei Twitter und bei Ringer bei mir vorbei. Und ja, ich bin raus, Leute. Ciao.